sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, sehr wahrscheinlich ist die fragende Person Abu Dharr radiallahu anhu, weil ähnliche Fragen in anderen Überlieferungen von ihm gestellt worden sind. Welche Sadaqa ist am gewaltigsten oder am größten in Anbetracht des Lohnes? Daraufhin sagt er ihm, أنت تصدق تصدق وأنت صحيح شحيح. Wenn du im Zustand der Gesundheit bist, Unversehrtheit. Und dann sagt er, صحيح, also gesund, شحيح. Der zweite Begriff شحيح ist eigentlich eine Beschreibung des Gesunden. Wenn ein Mensch gesund ist, unversehrt ist, Lebenserwartungen hat, ist er meistens auch auf eine oder andere Art und Weise geizig. Weil er weiß oder er hofft sich ja lange zu leben, also brauche ich das auch. Ich brauche das eher, weil ich noch viele Jahre vor mir habe. Deswegen ist das eine ganz natürliche Beschreibung. Der zweite Begriff, Shahir, ist eine Beschreibung für den gesunden Menschen, so sind die gesunden Menschen meistens. Ja. Und dann sagt er hier, die Übersetzung verstehe ich nicht so ganz, er sagt, und wenn du dies rechtzeitig tust, ohne es zu verschieben, also ist eigentlich hier ein Verbot, also er sagt, und verschiebe es nicht, bis du dem Tode nahestehst, also bis du am in deinen letzten Sekunden des Lebens bist und dann sagst, so und so soll an so und so gehen, er sagt, dann wird es sowieso passieren. Dann wird dein Geld sowieso nicht mehr in deinen Händen sein und wird verteilt werden an die Erbberechtigten oder was auch immer. Der Hadith ist auch im Muttafaq alayh. Und hier sehen wir auch übrigens das Prinzip, das zwar nicht immer so stimmt, aber man kann es gelegentlich so sagen, dass der Lohn einer Handlung entsprechend der Last ist, die sie erzeugt. Es ist für einen gesunden Menschen, der sich Hoffnung auf Reichtum und Wohlstand und ein langes Leben macht, schwieriger, sein Hab und Gut auszugeben, als für jemanden, der sowieso bettlägig geworden ist und nicht weiß, was er mit seinem Geld anfangen muss und weiß, dass ich sowieso nicht mehr lange da bin. Deswegen sagt er, heißt es in einem anderen Hadith ungefähr, er sagte, ein Dirham, den du zu deiner Lebenszeit ausgibst, sind besser als 100 Dirham, die du beim Sterben gibst. Tamam. Und man sagt auch, es gibt so ein Wort, ich weiß nicht, ob das ein, ich glaube, das ist der Hadith von Aisha, ich bin mir nicht sicher, sie sagte, Al-Ajru ala Qadri al-Nasab. Der Lohn entspricht der Last oder der Bürde, die man auf sich genommen hat.